So, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil. Hey, jo, ciao. Farming Simulator von meinen wohl vorständlich langweiligsten Videos. Aber die coolsten für mich. Spaß. Ja. Vielleicht wird es dann der nächste Teil noch beim Weisskopf gehen. Schaut unbedingt bei ihm vorbei, wenn er dann endlich ein Video mal veröffentlicht hat. Ja. Ich weiss nicht genau, wie man es schreibt, Weisskopf. Aber man schreibt es so. Ja. Haben wir überhaupt das normale Silo? Einfach. Nein, ich glaube nicht. Doch, wir haben eins, aber. Ich weiß nicht, wie du da ein bisschen mehr tust. Du musst auf der Seite irgendwie. Geht doch sicher irgendwo das Feld. Wobbelt dich jetzt an. Wie viel kann man echt mit diesem Ding laden? Wem? Wem? Mit dem, den ich da habe. Keine Ahnung. Drei Stück, so wie es aussieht. Oder? Ja, gehen nur drei Stück rein. Transportstelle. So wie du gesagt hast, ist das eine für einen kleinen Weg. Aber das Leben. Jetzt fahren wir den Bau wieder zurück. Eben, es tut mir leid, falls es jetzt einfach viel zu langweilig ist. Das ist doch nicht langweilig. Wollen wir nochmal etwas angepackt machen? Wir werden auf jeden Fall dann nochmal A Way Out spielen. Oh yes. Es wird now angehört, wenn nicht sogar ein Livestream. Oh shit, Alter. Direkt so. No way angehört, Mensch, Sven, oder? Mhm. Genau, a way angehört. A live way. Outway. Uncan. Uncanway or not, oder was? Yes, klar. Was bin ich da gerade am aufziehen? Jesus, ich not. Ich gefühlt 10 mal Z drücken. Wieso Z? Zum Entladen. Kann ich jetzt den Mauer platzieren, oder? So, und jetzt fahren wir wieder zurück. Vielleicht tue ich doch ein bisschen schneiden, wer weiß. Sonst liegt so. Meine Adresse, weißt du? Zu 95% Anka. Exakt. Nein, zu 99%. Uncut Farm, Alter. Das ist ein guter Name. Uncut Farm, genau so. The Ultimate Uncut Farm. Genau. Was bist eigentlich du gerade so am Hühner? Warte. Dieses Objekt kann nicht gekauft werden. Ich kann gerade ein Silo bauen. Ja, ich sehe es, 35.000 Baukosten. Moment, ist Geld. Ist mein Geld aus? Stutz? Wow. Warte, sonst, ich schaue noch auf die Bank schnell. Ja, warte, ich will die Bank neu gründen. Wir sind jetzt bei der Kantonalbank. Ah, so.
die Bank, ich habe gehört, eine neue Bank hat aufgemacht, schau. Bei euch im Dorf da? So beiläufig habe ich das gehört, dass eine neue Bank geöffnet hat. Schon? Kannst du mal zu der ein bisschen Geld holen? Geh schauen, ob das gut ist. Ja, ich kann einfach aus mir holen, weißt du. Oh. Ich würde gerne ein bisschen Geld haben. Ja, sicher. Wie viel wollen Sie denn? 1250. 1.200.250. Oh, Bank, steckt bankrott gegangen, Scheiße. Oh nein. Bankrott, ja. Das sind halt die Hügel. Wie hast du das hier platziert? Das hättest du auf dem Feld 9 können platzieren. Bankrotte. Das ist einfach Feld 11 platziert. Hurensohn. Oh, die Hupi, Alter. Oh, die fühle ich aber. Wieso habe ich eigentlich eine normale Auto-Hupi und gefühlt, die Autos hier haben alle irgendeine LKW-Hupi? Wie du dumm bist. Also zuerst muss ich mal schauen, was wir kaufen. Und jetzt haben sie. Okay, meinst du lenken mal, was bis jetzt da ist? Oder soll ich noch mehr hinschauen? Lang. Wir haben etwas vergessen, Jamie. Etwas ganz Wichtiges. Was? Ich kauf's schnell, kannst du durchzappen. Ich muss schnell schauen, was ich. Gilt das unter Anhänger? Das kann es fast nicht sein. Ja, ich suche gerade etwas, was wir bis jetzt auch immer auf jedem Bauernhof gehabt haben. Schon viel Zeit da. Jamie. Ja. Hast du vermuten, was es ist? Die Niveau. Genau. Ich hole jetzt ein Fahrzeug, was eine Weltpremiere ist bei uns. Schon. Das ist eine sehr gute Investition. Also hol's. RIP an unserem Kontostand an der Stelle. Ah. Oh. Scheiße. Treffen uns im Hof, wenn das Fahrzeug davor ist. Set klappt nicht. Ja, also kommen wir zurück. Ich bin nämlich gerade im Rubicon 9000, wenn das ist. Was. Brauche ich meinen Anhänger noch? Das ist Dolo. Ja, lass ihn da. Okay. Stellen du einfach irgendwie da rein, schön. In der untersten. Und nicht aufregen, wenn es jetzt halt mal nicht schön ist. Jenny, willst du wissen, was ich gemeint habe? Nein. Hm? Okay, sag. Putzmaschine! Was Putzmittel? Putzmaschine! Ah, boah! Gehört doch die Putzmaschine rein. Wo bist du jetzt? Im Shop. Oh. Oh. Wo fahr ich? Da komm ich. Hallo. Warte einfach über mich, unter mir durchfahren, fast, Alter. Mit der Putzmaschine könnt ihr's? Ja, schau, Alter, da. Zack. Weißt du, was ich auch kann? Warte, bleib stehen.
schaue jetzt nochmal, wo die Putzmaschine ist und du was hast du die einmal gefunden? Erst und für die Tiere. Hm? Wie? Für die Tiere ist die. Wie Tier? Also unter den Fahrzeugen und dann Tierhaltung. Ich weiß nicht, ob das Spiel Anhänger. Und dann Tierhaltung. Da! Hallo! Welche Farbe soll sie haben? Schön. Welche Farbe? Schön. Scheisse, braun. Ist das gut? Nein, das ist scheiße. Da soll ich geleuchtet werden, Farbe. Oder ganz weiss. Weiss-schwarz, das fühle ich jetzt noch. Da. Ja, dann steige ich mal aus und gehe mit der Putzmaschine dazu. So, jetzt könnt ihr mal den Turbo von dieser Putzmaschine anlegen. Überhol dich schnell, warte. Danke. Liebst du? Liebst du? Hast du Bürste auch geholt? Hm? Bürste. Welche Bürste? Alter, hör auf. Ja, das ist eine Bürste. Ja, also, super. Hol du die Bürste. Fuck. Das bringt nicht viel, wenn du einfach drüber fährst. Doch, quetschst du mich noch weiter rein. Ja, okay. Ja, jetzt wieder führen. So und dann führen. Genau, so. Halt jetzt. Nein, was machst du? Ja, ich will doch jetzt nur schnell die Bürste kaufen. Kauf sie dir gleich. Und irgendjemand schreibt mir die ganze Zeit auf WhatsApp. So, Fritz. Das ist die grosse Frage, kann ich über die Autos drüber fahren mit dem Teil? Also bin ich ein Anti-Verkehrsfahrzeug? Entschuldigung, was? Bin ich ein Anti-Staufahrzeug? Wie kann ich über die anderen Autos einfach drüber fahren? Ja, jetzt, wenn ich Autos will, kommen keine. Jo. Habt schon Schnur. Falls ihr euch fragt, was ich da mache, ich bin gerade etwas am Suchen. Oh, da hat man gesehen, wie die Strassenlaternen angegangen sind. Wow. Irgendwas ist doch komisch, es gibt keinen Verkehr mehr irgendwie. Ja, hast du jetzt so eine Bürste gekauft? Ja, logisch, ja, aber wo ist der Verkehr? Weil es Nacht ist. Das ist eigentlich nie, das hat nichts mit dem zu tun eigentlich. Mal. Es hat sicher ein neues Update oder so. Wie soll ich das Ding anmachen? B. Ah, da ist das Auto. Und ich kann einfach übers Auto drüber fahren, geil. Oder mit Q oder so? B. Also mit Q ankuppeln und mit B dann fahren. Also. Ja, aber wo dran ankuppeln? Ich check's nicht. Ganz vorne, vorne, vor dem Vorderrad. Ist die falsche Farbe genommen? Sind voll beschissen. Eigentlich egal. Die Hupi.
Ja, sonst könnte das jetzt ein paar Stunden gehen, bis ich dort vorne bin. Ich muss sagen. Autos für Gegenverkehr. Oh fuck. Huch, hat nicht so gut geklappt. Schau mal auf die Karte und schau, wenn ich schnell, in Anführungszeichen, schnell unterwegs bin. Boah, ey. Ich hocke gerade in dieser super Putzmaschine mit 10 km/h. Kann ich da nicht einfach den Tempomat auf 100 km/h aufschrauben? Gibt doch sicher so Spiele, wo man das so kann schon umgehen kann. So, Udali. Sei. Das fällt eigentlich an, der Reif. Entschuldigung, was? Das fällt neben uns, oh, das ist an, der Reif. Ah, schon. Okay. Wieso brauchst du eigentlich immer die grössten und dicksten Maschinen? Was? Sogar der U-Seits-Foto neben mir gerade. Jetzt kommt noch eine bessere Frage. Nämlich, wie kriege ich die Maschine, die Putzmaschine? Die Duve. Das heisst, ich muss da wegnehmen, wo du mir modellierst. Ah, halt, ich bin auch noch da. Soll ich die mitnehmen? Ei, nein, du spürst. Ich habe schnell die Duve, wo man das Ding an tut. Hallo? Hast du sie alle einfach weggefahren? Ja, wie soll ich die mitnehmen? Also? Ah, das Licht geht einfach allein an, oh mein Gott. Ah ja, falls dir nicht erinnert, in der ersten Folge hat der Jamie der Weisskopf gesagt, wie geht das Licht an? Jetzt hat mir schon aufgefallen, es geht von allein an. Yay! Oh, ah. Wer sind denn sie? Ja. Oh, nein, da echt noch raus. Ja. So. Ja. Einfach als Maiwerk. Also einfach. Sonst weißt du was. Maiwerk. Ich habe einfach mega die Idee. Ja, wobei das ist auch gut. Ist doch nicht mega die Idee. So, dann fahre ich die Putzmaschine schnell da aus dem Weg. So, und da ist sie einfach bewegt. Hier. Nein, es gefällt mir irgendwie. Da haben wir doch so einen wunderschönen Unterstand. Fakt. Ja. Und dann tue ich die Putzmaschine hier so platzieren. So, dann. So, Mr. Jean-Pierre? Ja? What we have to do? Was? What we have to do? Du kannst jetzt wieder den LKW parat machen. Nein! Doch. Oh, ich bin gerade, weißt du, in der Nacht gehen bei dem Shop und so, gehen die Türen zu und alles. Ich habe gedacht, so scheiße kommt um rein, aber irgendwie. Kannst du die doch noch aufmachen? Ja, ja, doch. Ist nicht gut. Ja, ich habe schon gewusst, dass man kann öffnen, aber ich denke, in der Nacht sind die halt zu. Ah. Ja, sie gehen einfach zu. Das sind die erste nach. Dann willst du den Traktor immer wieder abholen. Ja, warte, ich stelle schnell den LKW parat.
Muss ich da noch irgendwelche, keine Ahnung was dran machen? Am LKW, weißt du, mit Y dann noch? Ja, komm, ist gut. Ja, jetzt komme ich schnell zum Shop. Mein Teil holen. Muss ich noch etwas mitnehmen im Traktor? Irgendetwas zum Grasmähen oder so? Das hat zwar nicht mit dem Dings zu tun, mit dem Hex, mit dem Maiszeugs, aber Seimaschine. Irgendein Fetten. Ah ja, dann kann ich den Traktor gerade holen. Oder nicht? Ja, aber. Wenn ich eine Seimaschine hole, dann musst du das Zeug einfach wieder organisieren. Du musst die Seimaschine zum Hof bringen. Ja, eben. Für das lohne ich den Traktor gerade auf. Oh ja. Shop. Kann ich die Seimaschine gerade zum Hof ziehen? Oder fahrt die von allein? Nein, ich muss zum Hof ziehen. Und du musst noch auffüllen. Ich glaube, du hast zu viel Seimittel gekauft. Was ist die andere Prozentangabe? Habe ich da zwei verschiedene Seim oder was? Respektive einfüllen. Das ist in der Halle passiert. Was steht schon immer da? Direkt. Da ist so eine Halle und du die platziert hast, die schon immer da gewesen? Die ist schon immer da gewesen. What the fuck? Kennst du dich doch noch nicht so gut aus, ja? Schon, ja, aber ist mir nicht aufgefallen, dass da eine Halle ist. Ich soll noch direkt wieder sein oder wie? Du kannst zum Dings, zum 8 fahren. Aha. Aber ich muss zuerst Grube, dann warte schnell, zuerst noch eine Grube holen. Ja, fahr trotzdem mal zum 8. Ja, ja. Komm dann mit der Grubemaschine noch. Einfach die ganze Zeit Konto habt. Ich finde schon drei Banken sind verreckt. Aber nice. Ich weiss immer noch nicht, wo Doris zum Feld 8 geht. Aha. Okay. Muss ich da noch irgendwie Wasser oder so einfüllen? Was war's denn? Hast du das Zeug nicht eingefüllt? Doch, alles. Ah, gut. Also, nicht alles. Es sind ja vier Päckchen dort, weil es zu viel ist. Und das. Was ist denn das? Was sind zu viel gewesen, oder was? Die Palette, die andere Palette mit dem Weißen drauf oben. Achso, ja, das ist Dings für den Pflanzenschutz gewesen, aber ja. Aber es hat nicht alles reingepasst. Jetzt bist du bei 100%. Ja. Nein, dann. Und die obere Anzeige ist bei 0%. Muss die auch bei 100% sein? Die obere Anzeige. Du hast die zwei Anzeigen. Ah ja, für mich.
Also, wahrscheinlich liegt das daran, dass ich einfach zwei verschiedene Sorten kann aufladen kann. Ja. Es gibt nur eine Sorte, aber da kannst du vielleicht dann so einen Nottank machen. Ja, das geht rein. Ich muss jetzt den Tunnel gruppieren. Wie kann man da nicht irgendwie? Wir müssen die Nacht jetzt das Lied bisschen sehen. Jetzt Nachtarbeiten müssen alle sein. Und doch nicht. Das ist einfach mal alles so da öffnen. Wo wohnt das Feld ab dort? Das heißt. Ich schalte auch meinen Traktor mal ab. Was bist du da am machen? Also, warte, ich hole schnell den LKW. Also LKW musst du nicht da anbringen, der LKW musst du auch parat machen, dass wir den Weizen können auftun. Aha, du meinst. Also Mai, du hast gerade eben am Mai, ja. Und wenn der voll ist, dann muss der Weizen warnen. Dann nicht einfach direkt ins Silo schauen. Nein. Sonst komme ich doch mit dem LKW jetzt zu dir, oder nicht? Nein, zum Feld 8 musst du mit dem LKW gar nicht. Das kannst du nicht machen Jo, dort. aber dort, wo du gerade bist. Nein, ich fahre jetzt zum Feld 8. Aha, dann ist das ein Ding. Eine Ein Hälfte, ja. Helfer, aha. Jo, stell den LKW einfach dort in die Nähe. Wird schon immer gehen. Ich glaube, der Helfer ist ja so gescheit, dass er es selber kann. Nein, ich kann nicht. Nein. Soll ich bei meinem LKW auch einen Helfer einstellen? Gut, ne? Soll ich sonst den Helfer schnell wegnehmen und selber ausleeren? Ja, sonst. Wir sehen ja, wenn dann der Helfer von der Arbeit blockiert wird. Dann stelle ich den LKW einfach mal so dahin. Dann. Warte. Stockfinstere Nacht. Wasser hat es noch. Ich hole gerade noch mal ein bisschen Gras heu. Hast du nicht mal einen eigenen Traktor gehabt? Ich habe einen eigenen Traktor. Oder? Also ich meine, weißt du, einen, den ich kann schnell nehmen kann, um das Zeug zu holen. Was hast du denn zwischen? Oder warte, ich muss dich kurz Leute schalten, weil irgendwie irgendetwas ist dort zu. Da nochmal was für einen eigenen Traktor. Ja, weißt du, ich will einfach nochmal mit meinem Anhänger da gehen. Ding holen, wie heißt es denn? Hoi. Und was brauchst du jetzt einen eigenen, oder was? Ich brauche einfach nochmal einen Traktor. Und wieso kannst du die John Deere nicht benutzen? Weil der gerade im Feld 8 ist. Dann nimmst du den John Deere, oder? Ja, ich nehme einfach den, der alte, den du hast. Da. Ja, der klappt nicht, Alter, kannst du vergessen. Dann haben wir halt noch einen Feld. Nein, Cedric, der klappt nicht. Wieso? Ich gebe dir einen mit gutem Sound, der ist wie ein Bonus. Nein, ich brauche keinen Sound. So, zack, zack, zack. Aber einen kleinen, den ich das schnell machen kann. Jo, ist ja wieder dran machen. Sonst, wenn du willst, kann ich es auch mit meinem Pinky-Stinkchen machen. Ja. Er steht jetzt beim Shop. Ich würde einen Check machen. Ah, da ist deine. Ah, da habe ich gesucht. Was okay. Suchst du da? Gut, er steht jetzt beim Shop. Jetzt ist es ein Beam drin.
Ah, nein. Das ist so beschissen. Wir parkieren einfach die ganze Zeit beim Shop, der Traktor, der Roti. Schauen, was da so... 30 direkt. Minuten? Was will ich jetzt? Wir parkieren einfach den Roti dauerhaft im Shop. Der Roti? Ja. Ich muss jetzt trotzdem noch mal schnell zurückfahren. Meine Sache. Wenn du aber was nicht zu tun hast, kannst du wieder mit Meier... Seilmaschine gehen. Lohnzahlungen. Also 200 Stutz, scheinbar, die sind ja schon fair, jetzt schon. Wir können bei uns 50, 400 Stutz bekommen. Hätte meint, das ist ein Problem, oder? So, dann. Halt, zuerst einmal. Alle Lichter anschalten, so. Das soll es ja jeder sehen. Dann. Die Bahn Lichter auch noch anschalten. Sonst wird nie irgendein Auto. Aber wenn es einfach. Ja, kann ich nicht runter. Dann Ballenpresse können wir auch noch. Also muss auch noch geholt werden, wenn du wieder was zu tun hast. Ich mache jetzt nämlich Strohballen. Super, jetzt sind wir da. Ah, Lust, das heißt, wir haben jetzt das. Ja. Jetzt eigentlich die Maschine, die wir jetzt rumfahren, gibt es die eigentlich wirklich? Welche Maschine meinst du? Das ist zum Beispiel der Anhänger, den ich jetzt habe. Welchen hast du? Jo, Quaderballen, wo weißt du? Ballenpressüre gibt es nicht auch. Nein. Das Ding. Der meinst du, dass Teil wo drei Ballen draufpassen, oder? Ja, das gibt es natürlich auch nicht. So natürlich ist das aber nicht. Also es ist ein Simulator. Hallo, es gibt auch unrealistische Simulatoren, wie zum Beispiel die Heißt aber nicht der unrealistische Simulator, sondern der Landwirtschaftssimulator. Es geht auf Großplatz.
Erzieher, würde ich ziehen. Ich bin ja so. Alter, da ist schon feinste Wolle. Ich sag das, die Wolle wird's einfach. Jetzt mal mit der Klappe. Z. Wie viel haben jetzt unsere Schiffe? Sie könnten jetzt noch 3 Stück vertragen, aber das reicht schon. Seit wann wird eigentlich Gras und Heu in Liter angegeben? In was Liter? Ja, weißt du, das steht ja. Also, 1 Liter ist auch 1 Kilogramm. Also. Ah. Aber es gibt ja 1 Liter Gas oder 1 Liter Wasser. Kannst du das? Und 1 Liter Wasser ist jetzt vielleicht so viel. Verstehst du, was ich meine? 1 Liter so. Gas. Bitte wird auch ein Kilo gemessen. Weizen wird normalerweise auch ein Kilo gemessen. Ja, die meine. Oh, der Weg ist ja richtig geil zum Auffahren. Oh. Das meine ich. Jo, ich steck fest, Hilfe, Cedric. Cedric. Jo. Ich parkiere hier nur schnell da. Mein Anhänger. Und dann haben wir es schon. Chillig da ran parkieren. Ah, das kracht, oh mein Gott. Da muss jetzt ganz schnell bearbeitet werden. Jetzt fahre ich schnell nach da. Und komme in die Bootsmaschine auf. Hallo. Wieso? Noch weiter wegfahren? Oh nein, scheiße. Oh nein. Passt es eine Limousine zu haben? Söderli. Muss man sonst gerade noch einmal putzen? Bei dir im Zimmer. Nein, bei mir im Zimmer sieht es gut. Sicher? Ja. Nicht gesehen. Kannst du mir jetzt noch kurz helfen? Aha, du hast ja Hilfswelle, stimmt. Warte, ich muss die blöde Kehrmaschine für den Traktor reparkieren, schnell so. Ich würde mal zu retten, ich komme gleich. Super, jetzt ist er einfach gegangen. Die fahren nicht, die blinken immer noch. So. So. Also gehen wir dann mal hören, was da ist.
Söden. Ja, also auch eine große Sache betrifft. Na, und wenn wir den mal parkieren? So, das ist Chili da. Hallo? Komm ich da rauf, Alter? Ja, warte, sonst ich kann dich nochmal raufschieben. Ich habe den Wagen auch raufgebracht. War einfach gerade auf. Ah, wohl. Gut. Du willst das einladen? Nein, ich habe eigentlich, es ist schon voll, aber es ist noch gar nicht voll, also. Sicher noch nicht das voll. Sieht man da? Produktivität 100%. Ja, du siehst einfach, ob der Kasten voll ist, ob die Palette voll ist und die ist noch nicht voll. Bis jetzt hat es 150 Liter Wolle. Ja, da passt 8 von denen Teilen passen da rein. Nein, 4. Das ist eine Stunde. Nächstes Tier in 47,15 Stunden. Was? Nächstes was? Nächstes Tier in. Ah, dann wird das Tier geboren, oder was? Ja, wahrscheinlich. Haben die wieder Reproduktionsrate 50,45 Stunden. Also 50 Stunden, 55. Hast du da eine Heu? Kannst du noch. Was bist du gerade da? Mit dem Traktor? Kannst du eben den Dings Ballenpresse noch kurz holen? Ballenpresse? Ja. Für Ballenpresse. Wow. Mit Ballenpresse, wir haben hier Stroh. Stroh vor Stroh. Da ist Stroh. Achso. Und wo ist unsere Ballenpresse? Im Shop. Aha, ich bin der. Ah! Yay, zusammen! Ich kann durchs Dach durchschauen, ja! Yeah. Yay! Ui, schönes Dach. Meine WhatsApp-Nachrichten mal ein bisschen checken, wie das mir so passt. Da ist eine Ballenpresse. Zufällig gespannt. Aber einfach mal die. Darf eigentlich, kann ich noch einen Kommentar schreiben, wenn ich jetzt das mal übe? Ich eigentlich einfach das machen, was ich gerade so mache. Sachen holen und so. Darf ich das nachts machen? Ich meine, ja, am Shop gegangen ist es nachts sowieso nicht abholen. Aber eigentlich auch so. Ich weiß nicht, das Zelt doch auch so ein bisschen unterschaffen und das tut man zum Teil zur Nacht nicht. Nur mit Sonderbewilligung und so. Also, wobei ja eigentlich darfst du schon zur Nacht. Ja. Schreckst du mit beginnen mit Ballen machen? Hm? Ballen machen kannst du beginnen. Ja. Jo, Meister. Jo, mein. Du warst der LKW nimmst du. Scheint draußen aus. Ah, jetzt haben wir das rein. Und jetzt müssen wir. Jamie, hallo?
Ja, wenn noch da was. Wie wird jetzt automatisch umwickelt? Muss ich es dann einfach abladen? Z. Du kannst nichts anderes drücken. Was kannst du? Kannst du Z oder so drücken? JZ ist abladen. Mach einfach mal. Ich glaube, das kannst du nur mit Grasballen machen, eben. Ah, oh, ja. Also, sonst sagst du bei der nächsten nochmal, dann kann man nochmal schauen. Ich glaube, das fällt auch. Ich sehe, nein, also ich kann jetzt überfahren. Also jetzt haben wir es dann wieder. Jamie, bist du schon hier? Oh mein Gott, mein Rücken. Ja, was? So, jetzt, okay. Hallo? Ja. Okay, nein, du kannst nichts machen, aus abladen. Alles genau. Dann gehen wir mal da hin. So. Okay. Sie kommt 3, 2, 1. Alter, vollst. In der Nacht fliege ich da sogar fluffig, oh mein Gott. Na warte, ich könnte jetzt eigentlich auch weitermachen. Jetzt habe ich Licht nochmal in meinem Büro an. Ich meine, das Büro und benutzt das nicht, das gut hin. Wenn das Büro benutzt es nicht. Ja, mein Büro. Schau. Doch. Aber es ist sauer ein bisschen. Das ist mir jetzt das Büro haben von mir benutzt. Das ist ein Vergehen. Das ist schon lange vor. Das ist das Büro da drüben. Kitchen. Okay. Ich tue mir da mal was leer bleiben. Hat die Bürotür auch immer offen, das heisst, ich bin auf. Es schmeckt so gut wie mir daheim. Oh, als McCann. Ich tue das nach Scheiße. Nein. Hallo, 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 hallo. So, we go mit der Rasche noch go. Nee. Du hast ihn beobachtet, aber die Eidre ist schon gut. Stop. Ja? Ja? Das mit dem Ja, ja, das ist, wenn Jamie Himmel ruft, irgendetwas. Und
dann tönt es eigentlich immer so. Liebe Zuschauer von Sedimeter und auch du Sedimeter, ich kann jetzt etwas gucken. Ich wünsche euch einen schönen Tag und falls die Aufnahme vorbei ist, bevor ihr zurück bin, tschüss. Du Jamie jetzt schon gesagt. Okay, tschüss, tschüss. Ja, tschüss. Hallo. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. 50 Minuten, das ist chillig. Also, ade miteinander. Tschüss.